Guten Tag. Wir haben ein Update versprochen. Ihr habt ein Update gefordert. Ich habe dir das Wort abgeschnitten. Genau. Ich wollte gerade sagen, was jetzt alles folgt, ist nicht geplant, sondern hundertprozentig Impro, weil wir vor 30 Sekunden beschlossen haben, dass wir jetzt das Update-Video machen. Es sollte eigentlich zu unserem Keto-Experiment jetzt das Abschlussvideo werden, weil wir drehen das jetzt heute am Montag und es sind jetzt genau 4 Wochen. Aber es wird ein Zwischenbericht, weil wir weitermachen. Ja. Weil es ist nämlich geil. Ja, nach dem Intro. Ja, wie geht's uns denn? Also mir geht's gut. Mir auch. Ich habe jetzt kilotechnisch 1,6 runter. Ja, bei mir sind es 3,5. Aber gut, ich bin ja auch größer, deswegen darf ich auch mehr weniger essen als Sie. Was? Oder so ähnlich. Nee, Spaß beiseite. 1,6 Kilo bei ihr, 3,5 Kilo bei mir. Das ist deutlich mehr als das erwartete halbe Kilo pro Woche. Mhm. Und das muss man jetzt aber auch unter dem Aspekt sehen, dass wir ja aus einer relativ strikten Low-Carb-Form rauskommen in dieses noch striktere Keto. Also jetzt nicht mehr am Anfang, wie jeder, der frisch einsteigt, erstmal eine Tonne Wasser verloren haben. Von daher können wir davon ausgehen, dass die Abnahme, die wir hatten, jetzt tatsächlich komplett Körperfett ist, vielleicht minimal Muskulatur, ja. Weil wir sind ja mit den Kalorien schon sehr weit unten. Wir bewegen uns jedes Mal, wenn wir rechnen, zwischen 1000 und 1300 Kilokalorien. Und ich kann euch sagen, in High-Carb-Ernährung ist das scheiße wenig. Mit Verhungern. Ja, wir haben solche Spielchen schon gemacht mit Weight Watchers und whatever. Haben ja. Wir ja alles hinter uns. Aber jetzt mit OMAD oder nahezu OMAD, ja, irgendwie zwischen 24 und eine Mahlzeit am Tag, immer satt und manchmal kriege ich den ganzen Salat abends gar nicht mehr reingestopft, auch wenn ich gerne würde. Ja, für alle, die uns jetzt nicht auf Instagram folgen und auch nicht auf Facebook mitzugucken, ganz kurz zum Rekapitulieren. Ich habe ja am Anfang von ihm auferlegt bekommen, dass ich auf 24 gehen soll, von 16,8 runter. War die ersten Tage für mich doch recht schwierig, weil ich habe immer so nach 16 Stunden Hunger bekommen. In Woche 2,5, glaube ich, das war dann auch der Zeitpunkt, wo wir die Milchprodukte gestrichen haben. Die sind nämlich weg seit 19.02., weil wir hatten noch Käse, der musste erst weg. Da ging es mir dann tatsächlich so, dass ich tagsüber weniger Hunger hatte und dann irgendwie auch in dieses OMAD reingerutscht bin. Also irgendwie so ganz zufällig. Wobei ich das nicht jeden Tag mit aushalt. Heute gab es zum Beispiel nachmittags ja auch so nach 16 Stunden ungefähr mal was zu essen. Also das variiert schon immer und ich halte mich auch nicht strikt dran, dass ich jetzt strikt OMAD mache, sondern wenn ich merke, ich habe tatsächlich tierischen Hunger, dann esse ich auch was, aber dann esse ich, bis ich satt bin. Das war aber auch sowas, was wir am Anfang festgestellt haben. Koch nicht so leckere Dinge, weil wenn du leckere Dinge auf deinem Teller hast, dann isst du die auf, egal ob du satt bist oder nicht. Ja, das ist übrigens nach wie vor mein Problem. Einer der großen Vorsätze war ja, hör auf zu essen, wenn du satt bist und nicht dann erst, wenn du platzt. Ja, darauf warte ich immer noch und ich arbeite dran. Ja. Muss ich zugeben, aber trotzdem, es tut mir nicht weh. Also es scheint wirklich so zu sein, wenn man das Ganze auf eine Mahlzeit oder auf ein sehr, sehr kurzes Zeitfenster beschränkt, dann kann man sich auch überfressen und trotzdem mitnehmen. Es ist beruhigend zu wissen. Was für mich beunruhigend ist, ist, dass offensichtlich das Weglassen der Milchprodukte kann man ganz klar in der Kurve sehen, die sie dann jetzt hier, glaube ich, einblendet. Leider wirklich was bringt und ich mag Käse, deswegen ist das für mich keine gute Nachricht. Das bedeutet aber trotzdem nicht, dass wir für immer ohne Milchprodukte bleiben werden. Nein, weil wir es nehmen ist nur ja schade, auch nicht dass es sich bewahrheitet hat irgendwie. Ja, aber das ist auf jeden Fall für dich ein guter Tipp, wenn es mal mit der Abnahme stagniert. Lass doch mal für 3, 4, 5 Wochen die Milchprodukte weg. Wir werden sie jetzt wahrscheinlich noch 4 weitere Wochen weglassen. Nee, aber ganz ehrlich, es ist nicht so schlimm, wie wir uns das vorgestellt haben. Käse fehlt tatsächlich nicht mehr. Ich hatte letzte Woche mal kurz den Anfall, mir Sahne in den Kaffee tun zu wollen, als wir zum Kaffee trinken und Kuchenessen eingeladen worden sind. Wir haben keinen Kuchen gegessen, wir sind standhaft geblieben. Ja, wir haben auf Insta berichtet, wir haben den Kuchen fotografiert und wir haben ihn nicht angerührt. Und es war auch weniger schlimm als befürchtet, ja. Weil der Apfelweinkuchen von meiner Tante ist göttlich. Ja, aber wir haben es trotzdem geschafft. Und ich hatte da ganz kurz überlegt, ob ich mir jetzt Sahne kurz in meinen Kaffee rein tue. Habe ich dann gelassen, weil es ist ja Mipro. Ja. Nee, aber es könnte schlimmer sein, ganz ehrlich. Und ich fühle mich auch sehr, sehr wohl. Ich sage abends immer, um Gottes Willen, wer denkt sich dann so eine Diät aus, wo man abends vollgefressen auf der Couch liegt. Weil nachdem du so einen riesen Bergsalat, ich kann ja mal, wenn ich ein schönes Foto finde, hier eins einblenden. So einen riesen Bergsalat, der muss ja in uns rein, damit wir unsere Vitalstoffe und so weiter bekommen und auch die nötigen Ballast.
Ballaststoffe. Für die Ballaststoffe tue ich immer noch Hanfsamen und Leinsamen drüber, eher auch ganz oft. Ja, ich esse aber eher Knäckebrot. Genau. Der muss halt in uns rein. Ja, und dann isst man den eine Stunde lang teilweise tatsächlich und sitzt dann kugelrund auf der Couch. Und am nächsten Tag freut man sich trotzdem, weil irgendwie 200 Gramm wieder runter sind. Genau. Und außerdem, ich insgesamt muss ich sagen, ich fühle mich gut. Ich habe mich auch. Keine Probleme. Ich habe unterm Tag keine Heißhungerattacken. Zwischendurch mal Appetit beim Einkaufen, wenn man irgendwas sieht, wo man, von dem man weiß, dass es gut schmeckt. Das ist keine Heißhungerattacke. Das ist einfach nur ein, wäre jetzt cool, aber muss ich nicht. Es ist angenehm, nicht davon abhängig zu sein und einfach abends eine Mahlzeit fertig. Wir sparen auch, glaube ich, relativ viel Geld. Ja, Salat ist jetzt nicht so teuer. Ja, und auch gerade aufgrund der Tatsache, dass Käse jetzt auch nicht gerade billig ist. Und das ich muss vorher man viel Käse sagen. Gegessen habe. Nein, hast du nicht. Du hast mehr Käse gegessen als nur viel. Hey, ich stellst mich jetzt als Fressack hier hin. Ist okay, ich liebe Käse. Ja, okay. Wir werden hinterher auch wieder Käse essen. Also, wie gesagt, wir machen wahrscheinlich, es ist jetzt wahrscheinlich gerade Halbzeit. Ja. Aber das ist das andere. Also mindestens ich werde so ab 19., 20. mit dem Keto-Experiment unterbrechen, weil ich mache gerade eine Ausbildung zum Fastenleiter und Teil der Zertifizierung ist es auch, eine mindestens 7-tägige Fastenkur selber zu machen. Das heißt, ich esse nicht mehr, sondern noch weniger, nämlich nix für eine Woche. Ja. Und ob du mitmachst oder nicht, ist die große Frage. Und welche Art? Ja, ich werde mir irgendeine Art aussuchen, wo man ein bisschen was essen darf. Genau. Weil bei mir wird es halt einfach Wasserfasten, Heilfasten werden. Auch freiwillig. Ja. Und du halt dann vielleicht Buchinger. Müssen wir mal gucken. Irgendwas, was man dann in Low Carb umwandeln muss oder in Keto, weil ich werde mir keine Semmeln reinziehen. Das wäre Bullshit. Ja, wäre irgendwie Blödsinn. Müssen wir gucken. Aber auch da davon werden wir berichten. Berichten. Ja. Wollte sie sagen. Habe genau. Ich gesenst. Wollte genau. Ich auch sagen. Genau. Ja, ich denke, wir werden wahrscheinlich am 31. März mal kurz unterbrechen, weil da hat meine Mama nämlich Geburtstag. Und da werden wir dann zumindest einen Low-Carb-Kuchen essen. Ja. Genau. Ja, vielleicht essen wir auch einfach nichts anderes stattdessen. Wahrscheinlich, ja. Was es noch ein bisschen schwierig macht, ist eben die Rezeptplanung für hier auf YouTube jeden Samstag. Weil wir können ja nicht jeden Samstag Salat bringen. Also du willst das, dann schreib das mal in die Kommentare. Aber das ist schon etwas mehr tricky, weil ich würde gerne mal wieder was backen. Ich würde euch gerne mal wieder so ein Brotrezept oder ein Kuchenrezept präsentieren. Nur diese Nachbauten lassen wir momentan tatsächlich auch weg. Ja. Und sämtliche Süßsachen auch, weil ich einfach Bedenken habe, dass wenn ich jetzt was Süßes esse, dass mich das triggert. Also ich habe ja schon ein Problem mit zu vielen Nüssen, weil sobald ich mir eine Nuss in den Mund stecke, müssen da noch 10 hinterher. Wir machen das ganz einfach. Du isst irgendwas Konformes, Süßes und dann sperre ich dich für 8 Stunden ins Schlafzimmer. Nein, das machst du nicht. Und dann mache ich das nicht. Nein. Okay, aber wir reden schon wieder zu viel. Das ist unser Zwischenstand. Du kannst ja noch die, vielleicht hast du auch schon die Grafiken eingeblendet, wie es bei uns so aussieht. Ja. Wenn es Fragen gibt, unter den Videos stehen wir Rede und Antwort. Und was wir noch vergessen haben, jetzt zu sagen und was wir vergessen haben, am ersten Tag zu machen, ist messen. Wir wissen nicht, wie viel Umfang wir verloren haben. Ich weiß nur, wie viel Umfang ich heute habe, weil ich habe heute meinen Umfang gemessen. Genau, ich nicht, weil als sie gemessen hat, hatte ich schon wieder einen Wasserbauch, was dann irgendwie kontraproduktiv ist. Aber ich habe mir eine neue Winterjacke gekauft im Winter und da war ich zu optimistisch. Die ist zu eng und die ist jetzt nicht mehr zu eng. Hey, da hat sich was getan. Ja, und ich verliere meine Hosen. Genau. Ja, und ich muss neue Löcher im Gürtel machen. Ja. Ja, ich glaube, das war genug. Wenn dir das Update gereicht hat, schreib uns das in die Kommentare. Wenn du noch weitere Fragen hast, schreib die auch in die Kommentare. Ja, und wenn du Interesse an dem Coaching hast, schreib das per E-Mail an uns. Genau. Adresse in der auch Infobox. Auch in die Kommentare wäre da irgendwie falsch. Ja. Egal. Trotzdem, ich habe es in dem Video, das wir davor gedreht haben, schon gesagt. Ich muss jetzt kochen, weil unser Essensfenster hat angefangen und jetzt kriege ich dann doch. Nee, eigentlich habe ich tatsächlich nicht so richtig Hunger. Ich ein bisschen. Gut, dann koche ich was für Sie und bin solidarisch und esse mit. Genau. Wir sehen uns morgen wieder, weil da kommt nämlich ein Video über den Vergleich zwischen Keto und Low Carb. Was denn der Unterschied ist. Das ist das Video, von dem ich gerade gesprochen habe. Das wir jetzt gerade vorhin gedreht haben. Wir sehen uns dann. Bis dann. Tschüss.